Dieter sieht aus wie Dolly, die da am Tisch links auf dem Stuhl jetzt gerade noch saß. Hallöchen, Margot. Ja, wenn das nicht Sarah ist, was führt dich denn hierher? Ich wusste ja, dass die Kinder kommen, aber ich hätte nicht gedacht, dass du mitreist. Ach, ich hab nur gedacht, ich helfe ihnen ein bisschen, sich hier an die Stadt zu gewöhnen, bevor ich mich wieder auf den Weg mache. Und da sind sie ja, meine liebreizenden Schüler. Oh ja, das ist ja wirklich eine Ansammlung von Jugend. Freut mich, sie kennenzulernen. Wir sind Erstklässler von der Thors Military Academy, Klasse 7. Ich bin Lin. Ich bin Alyssa. Vielen Dank, dass Sie sich um uns kümmern. Die Freude ist ganz meinerseits, da versichere ich euch. Ich bin Margit, die Besitzerin dieses bescheidenen Etablissements. Sarah hier hat bereits alles für euch vorbereitet. Kommt, ich zeige euch eure Räume. Vielen Dank, Ma'am. Ja, sie haben unseren Dank. Na dann, ich überlasse das euch. Und geh Bier trinken. Luis, kann ich ein bisschen Bier und Snacks haben? Ich bringe sie gleich vorbei. Aber du weißt schon, dass es noch Mittag ist, oder? Ich hoffe mal, die Stimme passt dann zu seinem Äußerlichen, wer auch immer der Luis dann ist. Das hier ist der Raum, in dem ihr heute alle Nacht schlafen werdet. Warte, wir alle? Ja, also sollen wir... Okay, ich dachte nur drei Betten, einer muss auf dem Sofa schlafen vielleicht. Das hier ist mehr als genug Raum für unsere Bedürfnisse. Vielen Dank. Aber es sind vier Betten. Was bedeutet... Sie sagen, wir sollen in denselben Raum schlafen wie die Jungs? Ich hatte deswegen auch meine Zweifel. Aber Sarah bestand darauf, deswegen ist es so. Aber ich habe die Betten in Zweiergruppen aufgestellt, damit es weniger seltsam ist. Aber das ist das Beste, was ich draus machen konnte. Ich... Das wird kein Problem darstellen. Für mich zumindest. Ich habe da auch kein Problem mit, persönlich. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mädchen das so leicht akzeptieren. Alyssa, ich fürchte, wir haben hier leider keine Wahl. Wir sind Militärschüler. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Aussicht auf gemischte Geschlechts-Accommodations, ja, also nicht Organisationen, also zum Beispiel auch, wenn andere Sachen gemischt geschlechtlich sind, dass uns da davon abhält oder dass uns das aus der Fassung bringt. Das weiß ich ja, aber... In der Armee teilen Frauen nun mal Räume mit den Männern. Das ist nun mal ein Lebensumstand, der erwachsen ist aus Notwendigkeit. Früher oder später musst du dich an diese Realität gewöhnen. Und das hier scheint eine perfekte Gelegenheit dafür zu sein. Okay, okay, ich hab's ja verstanden. Aber wenn einer von euch beiden auch nur in die Nähe unserer Betten kommt, das würde mir im Traum nicht einfallen. Mir ebenso wenig. Ich habe auch nicht von dir gesprochen, Elliot. Ich habe von einem gewissen jemand gesprochen, der eine Geschichte, eine Historie aufweisen kann mit solchen Sachen. Vielleicht könnten wir Rin ans Bett fesseln. Ich dachte, sie wäre endlich darüber hinweg. Vielleicht doch noch nicht. Eine Zundelle kann ihr Zun niemals ganz zur Delle machen. Nun, da das mit eurem Raum geklärt ist, lasst mich euch das hier geben. Eine Karte wahrscheinlich? Ach nee, das stimmt, der Brief. Ich dachte noch eine Karte der Stadt oder so vielleicht. Wir haben den Feldforschungsumschlag bekommen für April. Ist das nicht das Emblem unserer Akademie? Enthält das etwa die Details unserer Aufgaben hier? Das wurde mir zumindest gesagt, ja. Nun ja, wenn ihr irgendetwas braucht während eures Aufenthalts, lasst es mich wissen. Zunächst einmal, macht's euch gemütlich. Warum gucken alle da Rin so an? Achso, weil wir den Umschlag wahrscheinlich überreicht bekommen haben. Alles klar, dann wollen wir mal reinschauen. Ja.
Okay, mal sehen. Feldforschung, Tag 1. Vergebene Aufgaben oder Aufgaben, die zu erledigen sind. Okay, so bekommen wir also für die Feldforschung unsere Quests, logischerweise. Lesen wir erstmal die hier. Was für, for the common cold, also gegen die normale Standarderkältung oder dafür, dagegen, wahrscheinlich eher dagegen. Der Kunde ist Vater Zirbel. Mir fehlen einige Zutaten, die ich brauche, um eine bestimmte Medizin herzustellen. Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand mehr davon sicherstellen könnte. Bitte sprecht mit mir in der Kirche für weitere Details. Okay, das ist die Aufgabe von dem Vater in der Kirche der Stadt. Dann haben wir Any Bright Ideas, irgendwelche guten Ideen. Da haben wir als Kunden Samus oder Samus. Ich brauche jemanden, der... Okay, ja. I see what you did there. Entwickler von Trails of Cold Steel. Wie gern würde ich jetzt die Crossplay-Spiele spielen und zu einer der ersten Quests, die man bekommt, gehen, um zu schauen, ob es auch sowas hier gibt. Ich brauche jemanden, der ein nicht funktionierendes Orbment-Light auf einer der Straßenlampen für mich ersetzt. Für weitere Details trefft mich in der Otman's Arms and Orbit Factory, Samus. Denn in Trails in the Sky ist auch eine der allerersten Quests, die wir bekommen in der Orbit Factory, dass wir das siebte Licht oder so, auf jeden Fall eine der Lampen auf einem der Wege auf einem der Wege in der Nähe der Stadt austauschen. Deswegen musste ich gerade lachen, weil, ja, kommt mir sehr bekannt vor, diese Quest hier. Wer weiß, ob das dann so ein Standard-Gig ist. Haben ja manchmal Spiele, die über lange, lange reingehen, dass sie dann eben so eine Standard-Quest oder ein Standard-Gig vom immer selben Charakter oder so oder mit demselben Namen haben, dass sie sowas mit reinbringen. Und natürlich gibt's auch die Highway-Monsters. Okay, also Trails Legend of Heroes bleibt sich mit Quests auf jeden Fall sehr, sehr, sehr treu. Mit einigen der Standard-Sachen, sag ich mal. Ja, der Kunde ist Syro oder Syro. Ich weiß nicht immer, ob ich das so englisch aussprechen soll. Manchmal klingt es nur im Deutschen dann so. Syro klingt so komisch, während Syro, das klingt dann cool. Ein gefährliches Monster ist in der Nähe des Highways aufgetaucht und macht es sehr schwer für uns, unsere Felder zu ernten. Könnte jemand bitte helfen? Das Monster ist ein gruseliger Dinosaurier. Na klar, was auch sonst. Und der Ort ist ein Plateau in der Nähe des östlichen Celtic Highways. Mein Haus steht entlang des East Celtic Highways. Deswegen kommt vorbei, wenn ihr könnt. Okay. Die beiden oberen sind sowieso Pflichtaufgaben. Deswegen, das war die Lampe austauschen, ein Highway-Monster kaputt machen und in die Kirche Besuch beim Vater Zirbel, wegen was für, müssen wir erstmal erfahren, was er genau braucht, wahrscheinlich, an Zutaten. Okay, und das Feldforschungsgebiet ist definiert als 200 Selge Radius um Celtic herum. Das hatte ich ja noch in der letzten Aufnahme überlebt, da hatten wir ja zwei Arge gehabt, da lag was im Argen. Wegen der Größe vom Schulleiter Wendig, was dann so wahrscheinlich Meter entspricht. Und Selge ist, glaube ich, nicht Kilometer, aber ich könnte mir vorstellen, dass das dann so ein Selge 10 Meter sind vielleicht. Also 2 Kilometer Radius um die Stadt, das könnte durchaus hinkommen. Oder vielleicht 100 Meter, das wären dann schon 20 Kilometer, das wäre dann, glaube ich, ein bisschen groß. Ja, jeder Schüler muss seine oder ihre Aktivitäten täglich aufzeichnen und sie, wenn erforderlich, dem Instructor vorlegen. Das ist also unsere Feldforschung? Sieht nach ziemlich standardmäßigen Aufgaben für mich aus. Zumindest ist eine Monsterbeseitigungs Aufgabe mit dabei. Aber, ja, das scheint so das Anstrengendste, was wir zu tun haben. Verstehe, darauf hat sich's also abgesehen. Bitte was? Ist dir irgendwas aufgefallen oder eingefallen? Oh nein, es ist nichts. Wir sollten mal losgehen und Instructor Sarah deswegen nochmal befragen.
Ich schätze mal, sie ist mitgekommen, damit sie im spezifischen Fragen, die wir haben könnten, wegen der Aufgaben zu beantworten. Ja, da könntest du recht haben. Und wenn wir schon dabei sind, dann können wir sie auch gleich ein bisschen die Leviten lesen, wegen diesem Gemeinschaftsraum, den sie uns hier gegeben hat. Gut, können wir dann praktisch ins Bett uns regenerieren eventuell? Ja, wir können tatsächlich hier resten. Dachte ich mir fast so. Egal in welchem Bett, müssen wir mal gucken nach Zwischensequenzen, wo wer geschlafen hat, dass wir dann am nächsten Tag im Bett unserer Liebsten übernachten. Oder uns ausruhen, besser gesagt. Gut. Schauen wir uns mal um. Hier ist auch ein Gast drin. Können wir den stören? Annabelle. Scheint von der Kleidung her eine adelige und sehr hübsche Dame zu sein. Ja, bei dem Kommentar definitiv eine adelige. Das ist wahrlich das exakte Bild, wie man sich einen Schlafplatz eines Otto-Normalbürgers vorstellt. Aber ich sollte mich nicht beschweren. Allein Schutz vor den Elementen zu haben oder vor dem Wetter und was auch immer, ist alles, worauf ich schon setzen oder worüber ich glücklich sein sollte. Dann scheinen sie ja zumindest nicht gänzlich hochnäsig zu sein. Zumindest nicht gänzlich. So, hier haben wir niemanden drin. Dann gehen wir mal runter. So. Die Händlerin Maurice. Bist du zufällig eine entfernte Schwester von Dolly? Knabber, knabber, knabber. Das Essen hier ist wirklich so gut, wie sie alle sagen. Und das Geschäftliche läuft auch alles gut. Mein Name wird sich schon bald wie ein Lauffeuer verbreiten. Ich überlege gerade. Es gab ja auch eine Edel im Liberal Kingdom, also in, war das Edel? Ich glaube, es war auch Edel, also wie unsere Gärtnerin hier in dem Spiel, in Trails in the Sky, die wir auch hier und da schon mal getroffen hatten und die wir dann tatsächlich auf dem großen Markt oder in ihrem großen Einkaufszentrum, das sie besitzt, in der Hauptstadt getroffen haben. Mal sehen, ob wir die Maurice oder einige von den Händlern, die wir hier sehen, dann bei Besuchen in den anderen Städten, wo sie herkommen, eventuell wieder treffen. Das ist wirklich eine hübsche Stadt, nicht wahr? Ich bin hierher gekommen, um ein bisschen Geschäfte zu verrichten, während der Großmarkt am Laufen ist. Aber sogar noch hübscher hier, als ich erwartet hatte. Louise, hallöchen. Sarah macht sich's wie immer und gewohnt sehr gemütlich am Tresen, falls du nach ihr suchst. Oder falls ihr nach ihr sucht. Ich muss eigentlich ja immer dran denken, dass wir in Gruppe unterwegs sind und die uns als Gruppe sehen. Manchmal benimmt sie sich wirklich etwas daneben. Ich sollte eigentlich schon daran gewöhnt sein, aber... Scheint so, als wäre unsere Instructor sehr berühmt, aber aus den falschen Gründen. Wahrlich, auch wenn ich es teilweise schon erwartet habe. Okay, gut, das ist nochmal dasselbe. Ja, wir sollen auch questtechnisch mit ihr reden, erstmal aber mit der Besitzerin Margit. Du änderst dich nie, was, Sarah? Ach komm schon, jetzt fang doch nicht damit an. Ich meine, welche Person würde die Gelegenheit, wenn sie schon da ist, fortwerfen, ein so leckeres Bier zu trinken? Das ist eigentlich das Letzte, was aus dem Mund eines Erzieherins oder eines Instructors kommen sollte. Ja, mal ernsthaft, aber im Ernst. Diese Feldforschung wirkt so, als wäre das eine Menge Arbeit für euch alle. Hier, nimm das. Ich hoffe, das wird euch helfen, durch das Ganze zu überstehen oder durchzuhalten. Oh, Sweet Cookies. Das ist aber sweet von dir, Margit. Oh, die sehen ja lecker aus. Vielen Dank. Ach, kein Problem. Nehmt doch dieses Rezept. Es ist sehr einfach, deswegen probiert's doch mal. Wir haben das Rezept für Sweet Cookie gelernt. Nice. Deswegen müssen wir die dann gar nicht gleich direkt verputzen. Sie hat uns es direkt beigebracht. Aber nur drei? Wir sind eine Vierergruppe. Ich meine, ich teile mir gerne so halb-halb ein mit Addis. Dann machen wir vielleicht nicht auseinanderbrechen, sondern erst einmal abbeißen und dann so Kanzetsu Kissu, einen indirekten Kiss oder so. Nein, halt. Gut, Sweet Cookie haben wir, Juice haben wir. Soft and Fluffy Omelette wäre etwas, wobei die Frage ist, ob wir das nicht... Nee, wobei das hat so Sternchen. Ist das vielleicht dann etwas, was wir kaufen können für Weitergeben oder so? Spezialität oder exotisch? Leider fehlen uns noch die Mila. Wir müssen erst gegen ein paar Monster kämpfen und dann Sachen verkaufen.
Gut, reden wir erstmal noch mit dem Rest hier. Ich schätze mal, wir können noch nicht rausgehen. Wir sollten erst Instructor Sarah für mehr Informationen fragen. Ja, mehrere Fragen. Hier ein Farmer, den alten Mann York. Der Schlüssel, um ein erfolgreicher Händler zu werden, ist zu wissen, was die andere Partei, die andere Handelspartei will. Verstehe, verstehe. Aber wie stellt man das an? Nun ja, das zu lernen, benötigt, dass du zunächst erstmal den Geschichten meiner vergangenen Erfolge lauschst. Und weißt du, meine Skills, wenn es um das, um den Umgang mit anderen angeht, hat dafür gesorgt, dass ich sehr populär mit den Ladies war. Als Resultat des Ganzen hab ich mich mehr Frauen angenähert, als man in diesen Raum hier packen könnte. Aber die Art von Geschichte interessiert mich nun mal absolut null und gar nicht. Zumindest mit dem ersten Satz hat er aber völlig recht. Den Satz kennen wir auch aus ReZero von einem bestimmten Charakter, mit dem man muss wissen, was der andere von einem will. Wobei da dann noch der Zusatz war, dass man es ihm dann vor die Nase halten muss, um die besten Konditionen für den Handel zu erhalten. Vertraue mir, das hat wirklich etwas mit deinen Interessen zu tun. Bei den Ladies populär zu sein und erfolgreich als Geschäftsmann zu sein, das ist eng miteinander verknüpft. Das ist eine absolute Wahrheit. Irgendwie zweifle ich das an. Dieser alte Mann meinte zu mir, er würde mir beibringen, was es bedeutet, erfolgreich als, oder was man braucht, um erfolgreich als Händler zu werden, aber schon seit letzte Nacht redet er nur um den heißen Brei rum. Will der mich verarschen? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ein schönes Bild von einer Tür. Ohne dass hier eine Tür ist. Gut, das kann ich alles lesen. Sonst ist hier nichts weiter von Interesse. Dann schauen wir mal oder reden mal mit Sarah. Oder Sarah. Gluck, gluck, gluck. Für diesen Krug Bier habe ich gelebt. Oder wurde ich geboren? Sie sieht aus, als hätte sie ihren Lebenssinn erfüllt. Und es ist noch nicht mal Mittag. Oh, ihr seid immer noch hier? Ich werde mir hier die Zeit vertreiben und Spaß haben, also geht raus und stört euch nicht an mir. Könnten Sie uns nicht einfach so zur Seite schieben? Was soll das bitte für Inhalte sein von dieser Studienreise? Feldforschung. Ich bin ja ganz glücklich, dass sie nicht so schwer sind, wie ich erwartet hatte, aber. Dachte ich mir. Jedenfalls, ihr müsst nicht die erledigen, bei denen nicht required, also Pflicht, mit draufsteht. Ich überlasse das alles eurem Urteil. Ihr könnt ansonsten tun, was ihr wollt. Ja, könnten Sie aufhören, solche unverantwortlichen Sachen zu sagen? Ja. Nein, warte. Zu urteilen, wie wir die Aufgaben angehen und die Zeit nutzen, ist Teil der Feldforschung selbst, nicht wahr? Was? Was meinst du damit? Ihr habt 2 Tage für eure Feldforschung. Trista ist ja nicht weit weg von ihr. Bis morgen Abend kommt ihr zur Academy zurück. Tja, und bis dahin könnt ihr die Zeit hier so verbringen, wie ihr wollt. Und ja, besprecht, wie ihr eure Zeit hier verbringen werdet. Im Englischen wird sehr viel hinzugedichtet hier.
Okay, was wollen wir tun? Du hast diesen Blick in deinen Augen, der sagt, dass du eins und eins zusammengezählt hast. Nun ja. Hat das irgendwas mit unserem freien Tag von der letzten Woche zu tun? Womöglich sogar mit den Aktivitäten, die du zu der Zeit getätigt hast? Ah? Ja, jetzt wo du es erwähnst. Exakt. Ich hatte den letzten freien Tag verschiedene Aktivitäten im Namen des Schülerrats erledigt. Und einer davon umfasste, zurück in das alte Schulgebäude zu gehen. Die anderen dagegen waren einfach nur simple Anfragen. Also wo wir die Locals, also die Lokalbürger, unterstützen sollten. Mit anderen Worten, genau das, was wir auch jetzt hier tun sollen. Und zu der Zeit, oder als es dann alles vorbei war und ich mich um alles gekümmert hatte, hatte ich das Gefühl, dass ich eine Menge mehr über Trista und die Akademie gelernt hatte. Und ich denke, dass wir uns ähnliche Aufgaben aus ähnlichen Gründen hier gegeben wurden. Das würde Sinn ergeben. Ich meine, alles, was ich über Keldic weiß, ist das, was ich über die Stadt gelesen habe. Ich schätze mal, es gibt eine Menge, was wir lernen können, indem wir tatsächlich hier vor Ort sind und den Leuten helfen. Wahrlich, denn das Land von Erebonia ist sehr groß, oder die Ländereien. Es könnte eine, ja, absolut wertvolle Gelegenheit sein, lokales Wissen sich anzueignen, an einem Ort, den wir normalerweise sonst nie besucht hätten. Ganz genau. Deswegen, was auch immer für verschiedene und sundry, abgefahrene, vielleicht sowas in die Richtung, Sachen sie geplant hat. Gucken wir mal, Sundry ist allerlei diverse, verschiedene. Also verschiedene und verschiedenste, wahrscheinlich. Sachen, sie uns für uns geplant hat. Sage ich mal, wir sollten einfach unseren Weg die Liste abarbeiten und uns in die Kultur von Keldic einfügen, beziehungsweise die Kultur kennenlernen und so viel einsaugen, wie wir können. Klingt gut für mich. Ich bin dabei. Ja, wenn du es so formulierst, klingt das eigentlich doch ganz schön spannend. Also dann, machen wir uns auf den Weg. Okay, während der Feldforschungsreisen wird der Gruppe, werden der Gruppe verschiedene Aufgaben zur Erfüllung aufgetragen. Fast so ähnlich wie an Reens freien Tagen. Die Details dieser Aufgaben kann man im Quest-Tab nachschauen, im Notebook. Wenn alle Tasks, die eine Required-Mark haben, vervollständigt wurden, wird die Story weitergehen. Merke dir jedoch, dass alle Quests, die mit einem Short-Time-Limit versehen sind, nicht mehr lösbar werden, sobald das geschieht. Genau, so ähnlich war das auch in Trails in the Sky. Wir gucken mal kurz bei den Quests. Simple Omelette, Sweet Cookie. Oh, Cookies kann also Alisa sehr gut. So, Quests, Kapitel 1. So, hier haben wir die fest sind. Okay, alle sind short, das heißt, wir sollten auf jeden Fall zuerst die Nebenquest erledigen für Vater Zirpel. Zirbel, sobald wir können. Wäre sowieso mein Plan gewesen. Und jetzt gibt's aber eine ganze große Stadt für uns zu erkunden. Ich rede erstmal noch mit Keim. Ich will nur mal ganz kurz horchen. Der Großmarkt und die Musik vom Großmarkt. Ach, schön. Wow, seht ihr die ganzen Leute hier an? Ja, hier ist eine Menge los. Ich schätze mal, es gibt schon einen Grund, warum die Leute von überall auf der Welt hierher kommen. Schau mal da drüben. Da ist tritt sogar jemand auf. Oh, ich sehe mich schon selbst, wie ich Stunden hier verbringen könnte. Nun, warum nutzen wir die Gelegenheit nicht, um einzukaufen? Solange wir das tun im Zuge der Vervollständigung unserer Aufgaben der Feldforschung. Oder so, oder solange es dem dient wahrscheinlich. Ja, es wäre eine Verschwendung, nicht zu sehen, was diese Stadt zu bieten hat.
Wir müssen einfach nur sicherstellen, dass wir nicht zu viel Zeit vertrödeln. Okay, aber hier ist jetzt die schöne Kölsch-Musik wieder weg. Müssen wir da wirklich zu den Performern gehen oder wie? Wie gesagt, ich rede mal noch mit Kyle. Das mache ich dann in der nächsten Aufnahme, weil ich werde nämlich gleich mal einen Aufnahmestopp einlegen. Okay. Seht ihr die ganzen Stände hier an? Wo sind die Performer? Ich will die Musik hören. Wo ist la Musik? Clarice, Baron Poe. Okay, also auch ein paar Adlige, die hier auf dem Markt unterwegs sind. Oh, Essen, Essen, Essen. Essen, Essen, Essen. Ja, es wird Zeit, dass ich mir Mittagessen mache. Ach so, hier ist die Performance. Okay. Soll ich da mal zumindest bei André gucken und mit ihm reden? Der Wind, der Blüte, der Blätter. Oh Gott. Der Wind, der wehte, ja über mein Gesicht. Er sorgte dafür, dass mein Ärger mit seinen warmen Berührungen wegweht. Bla 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 bla. Ich habe noch nie einen Song wie diesen gehört, aber ich mag ihn. Klingt fast nach einer improvisierten Ballade. Ja, habt ihr meinen wunderbaren Balladengesang gehört? La 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 la. Hallöchen da. Habt ihr etwa Interesse an meiner Musik? Tut mir leid deswegen, wir wollten sie nicht stören. Macht euch keine Sorgen. Denn du siehst selbst wie jemand aus, oder ihr, die von der Musik angelächelt werden, genau wie ich. Wir kreieren wundervolle Melodien, indem wir einfach nur umherwandern oder indem wir umhergehen und mit unserem Singen Freudentränen verursachen oder die Vögel mit kleinen Pfeiflauten anlocken. Ich schätze, dass solche Erfahrungen etwas Normales für dich sind oder für euch. Ja, das geht jetzt doch ein bisschen zu weit. Er ist ein seltsamer Kerl. Aber ich schätze mal, er ist ein wandernder Performer, also ein wandernder Musiker. Sprich, wir werden ihm vielleicht noch andernorts begegnen. Sonst noch was zu sagen? Ich sehe, ihr seid auch Reisende. Wenn das der Fall ist, dann so die Göttin Aidos selbst es wünscht, werden wir uns wiedersehen. Also erlaubt mir, ein Lied für euch zu spielen. Na gut, aber mit den anderen reden wir dann ein andern Mal. Ich gehe jetzt erstmal zurück, wo wir gestartet sind. Ah, okay, hier ist auch ein fließender Übergang. Hier ist das Gasthaus, wo wir losgestartet sind. Hier ist, ja, okay, einer der Hauptquests, wie man auch drinnen sieht. Können wir schon rausgehen, wenn wir wollten? Denn Iskel the Highway können wir tatsächlich rausgehen. Und da sehen wir auch schon die ersten Monster. Oder das erste Monster. Ich schaue mich nur noch mal ein bisschen in der Stadt um, schon mal ein bisschen Eindruck von der Stadt bekommen, zur Orientierung, gucken, was wir uns dann alles angucken können, wollen, müssen. Hier ist die Station. Kommen wir eigentlich wieder in die Station rein? Okay, dann gehen wir zurück. Wir haben da gerade nichts zu schaffen. Gut, gut, gut. Hier ist normales Wohnhaus scheinbar. Hier scheint ein Stützpunkt der Akademie, nicht der Akademie, sondern des Militärs scheinbar zu sein. Sieht eigentlich fast wie so eine persönliche Garde aus. Kann ja auch Privatarmee von adligen Noblen sein oder so. Da scheint es nicht rauszugehen. Mal gucken, ob wir gleich eine Szene sehen, warum. Das nehmen wir noch mit. Okay, der Platoon Officer. Was war Platoon? Ist ja ein Teil von einem Heer, also so ein Abteil. Ich bleib einfach mal bei Platoon Officer. Hä? Und wer seid ihr? Ich kann mich nicht entsinnen, euch schon mal hier gesehen zu haben. Habt ihr irgendwelche Identifikationen? Soldaten?
Nein, warte, ich glaube, ich erkenne diese Uniform. Wir sind Schüler der Thor's Military Academy. Wir sind gerade in Keldic auf Besuch, als Teil unserer Feldforschung. Thor's? Ihr kommt aus der Thor's? Jetzt, wo ihr es erwähnt, ich erkenne euer Emblem. Bitte verzeiht meine, Unhöflichkeit. Wir sind Mitglieder der Kreuzen Provinzarmee. Unsere Hauptaufgabe ist es, den Frieden hier in Keldic zu sichern. Die Provinzarmee? Aber ist das nicht... Ja, sie sind die Militärkräfte, die von dem... Also, Provinzarmeen sind Militärkräfte, die von dem herrschenden Lord der jeweiligen Provinz geführt werden. Und sie sind vor allen Dingen damit beauftragt, die Sicherheit sicherzustellen. Sicherheit sicherstellen. Weil sicher ist. Sie fungieren als eine sekundäre Einheit, die nochmal extra oder separat von der formellen oder der landesweiten imperialen Armee fungiert. Ich habe noch nie von einem Feldforschungsprogramm an der Thor's gehört. Es scheint mir ein bisschen früh im Jahr für sowas zu sein. Aber viele Abschlüssler der Akademie dienen in unseren Reihen. Also stellt sicher, dass ihr den guten Namen der Akademie aufrechterhaltet und tut nichts, was ihr nicht tun solltet. Haben Sie vielen Dank. Wir werden sicherstellen, Sie nicht zu enttäuschen. Das freut mich zu hören. Also, passt auf euch auf. Und haltet eure Nasen sauber, also bleibt sauber. Wahrscheinlich so. Werden wir. Damit ist unsere Patrouille beendet. Zurück zum Wachhaus, Männer. Yes, Sir. Ja, Sir. Okay. Tatsächlich, wie ich vermutet hatte, die Provinz oder die Privatarmee des Lords, lag ich also recht gut mit der Wachhausvermutung. Er war echt furchteinflößend. Aber wenn sie Teil der Provinzarmee von Kreuzen sind, heißt das nicht, dass sie angeführt werden von, ja, von Yuses Familie, den Albareas. Keldic gehört dem nördlichen Teil ihres Territoriums schließlich an. Ich denke, es wäre das Beste für uns, wenn wir uns ihnen nicht in den Weg stellen. Wir sollten uns um unsere Aufgaben kümmern. Okay, aber wir kommen dann doch auf den westlichen Highway hier. Genau, auf den westlichen kommen wir also auch. Wie viel Weg wir durch das Tor auf einmal dann schon zurücklegen. Gar nicht mehr die Stadt hinter uns erblicken können. Ich wollte gerade sagen, vielleicht rede ich mit dem, weil der hier so fernab des Schusses ist, aber ich glaube... Weil ich sowieso zu Beginn der nächsten Aufnahme nochmal mit jedem hier reden werde, stelle ich mich jetzt erst nochmal hier vor das... Oder warte mal. Guck mal ganz kurz, ob die hier noch was anderes sagen, jetzt wo wir ein bisschen fortgeschritten sind. Nee, scheinbar nicht. Aber mit Sarah können wir nochmal kurz reden. Wie ich schon sagte, es liegt an euch zu entscheiden, wie ihr die Dinge angeht. Ihr repräsentiert die Thor's Academy, also macht wenigstens nichts Verrücktes, sagt die sich besäuft. Vormittags. Ihre Worte hätten vielleicht mehr Gewicht ohne den Alkohol und das Essen in Hand und Mund. Oder wenn sie die Jungs und die Mädchen nicht in denselben Raum gepackt hätten. Ernsthaft mal, gibt's keine Möglichkeit, das noch irgendwie abzuändern? Schätze mal, ich lag richtig damit, dass euch das nerven würde. Ja, das würde die meisten Mädchen nerven. Wobei ich das Gefühl habe, dass sie sowas nicht stören würde. Meint sie das ernst? Nun ja, lasst mich einfach sagen, dass das mit voller Absicht so geschehen ist. Und das betrifft nicht nur euch. Ich habe auch sichergestellt, dass die andere Gruppe ebenfalls im selben Raum ist. Yuses und Makis im selben Raum. Na super. Was? Gibt es einen Grund, warum sie das so arrangiert haben? Nun ja, formulieren wir das mal so. Von jetzt an wird es Zeiten geben, in welchen ihr womöglich dem anderen eure Leben anvertrauen müsst. Was bedeutet, dass ihr lernen müsst, eure persönlichen Differenzen hinter euch zu lassen und als kohärentes Team zu arbeiten. Also denkt mal einen Moment nach. Kann eine Gruppe von Leuten, die zu schüchtern ist, um im selben Raum zu schleifen,
im selben Raum zu schleifen, sich umherzuschleifen. Nein, im selben Raum zu schlafen, das wirklich erreichen. Wenn die Gruppe das nicht kann, dann oder ihr alle das nicht könnt, wäre Klasse 7 in Zukunft womöglich, ja, einigen Ärger ausgesetzt oder es könnte zu Schwierigkeiten kommen. Also ist das gewissermaßen auch ein Test. Nur ihnen würde so etwas einfallen. Ich verstehe durchaus die Begründung hinter, warum sie das so getätigt haben. Also, aber ich kann durchaus verstehen, warum sie es so getätigt haben, als Aussagesatz eher. Knabber, Schluck. Aber können sie wenigstens versuchen, sich für einen, ja, wie ein decent, also ein normaler, akzeptabler Mensch zu benehmen, während sie uns zurechtweisen oder uns Sachen vorschreiben und uns lehren und so weiter und so fort. Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen neidisch auf euch alle. Nicht jeder darf durch das Land reisen als Teil seines Lehrplans. Wenn es nur so simpel wäre. Nun ja, technisch gesehen sind wir schon auf einem netten Trip zusammen, aber... Es ist schwer, das Ganze zu genießen, wenn man das Gefühl hat, dass man nicht weiß, warum man überhaupt hierher geschleppt und hierher geschickt wurde. Ich schätze, ihr habt recht. Tut mir leid deswegen. Jedenfalls viel Glück. Ich werde auf Sarah aufpassen, also macht euch keine Sorgen um sie. Tut uns leid, dass wir sie mit so einer, ja, nervigen Aufgabe belasten müssen. Wir wünschen ihnen auch viel Glück. Ich bin mir sicher, ihr werdet eure Zeit hier genießen. Ja, es ist, man kann... ja, Dingsbums und so, ne? Man kann nicht viel falsch machen in einer Stadt mit so viel tollem Essen und die so lebhaft ist wie sie, wie die hier. Und darüber hinaus ist der Highway zu dieser Jahreszeit auch wirklich wunderschön, so wunderschön, dass er sogar als der goldene Highway bezeichnet wird. Nun ja, also schaut euch gut um, wenn ihr die Zeit dazu habt. Okay, Margit, noch irgendwas Neues? Mit der kann ich gerade nicht reden, von hier kann ich mit ihr reden. Viel Glück da draußen. Ich bin hier, wenn ihr irgendwelche Ratschläge braucht. Also kommt gern jederzeit vorbei. Gut. Haben wir zumindest nochmal ein paar neue Dialoge gehabt. Ich glaube, die anderen Charaktere sagen bestimmt dasselbe. Denke mal auch sie oben. Dann speichere ich jetzt aber wirklich hier. Es ist fast um 12. Beende ich die Aufnahme mal erstmal bis hierhin. Ja, ich glaube, hier seitdem ist nichts großartig Wichtiges weiter passiert. Deswegen speichere ich mal hier drüber. Fange dann hier das nächste an. Gut, bedanke mich fürs Zuschauen erstmal bis hierher. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme weiter. Mal gucken, ob ich die heute noch am selben Tag mache. Oder jetzt einen der nächsten Tage. Morgen, den Mittwoch, werde ich, denke ich mal, einen aufnahmefreien Tag machen. Einerseits wieder arbeiten, andererseits um Stimme zu schonen. Und weil ich abends eine Online-Videokonferenz-Verabredung wieder habe, deswegen... Ja, werde ich vielleicht heute noch eine Aufnahme machen. Ihr werdet es ja sehen beim Speichern beim nächsten Mal die nächsten Folgen, so ihr noch dabei seid. Und bedanke mich noch einmal fürs Zuschauen bis hierher und sage wie immer Matane. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.